Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dies ist der Trailer zum E-Learning Deutsches Betäubungsmittelrecht. Ich bin Klaus Häusermann, bin seit 20 Jahren im deutschen Betäubungsmittelwesen unterwegs als Mitarbeiter eines Arzneimittelunternehmens und in der Fort- und Weiterbildung von Ärzten, Apothekern, aber auch von Mitarbeitern in Industrie und Handel, die mit dem Thema Betäubungsmittel umgehen müssen. Was erwartet Sie in diesem E-Learning? Ein didaktisch gut aufgebautes Konzept mit 6 in sich geschlossenen Videomodulen. Nach jedem Modul gibt es eine aktive Lernerfolgskontrolle und wir haben abwechslungsreiche Übungen gestaltet, um die Wissensvermittlung interessant und spannend für Sie zu gestalten. Die 6 Module bestehen darin, dass ich Ihnen zunächst einmal die regulatorische Basis, die internationalen Einflüsse und BTM-Regelwerke vorstellen werde. Dann werden wir über Erlaubnis und Erlaubnisverfahren uns austauschen. Der Betäubungsmittelverantwortliche und die innerbetriebliche Organisation wird dann das Thema des dritten Moduls sein, gefolgt von dem vierten Modul über Lagerung und Sicherung von Betäubungsmitteln. Und dann kommt ein Block im Modul 5 über den Betäubungsmittelverkehr, nämlich die wichtigen Bereiche Binnenhandel und Außenhandel mit Betäubungsmitteln. Und im Modul 6 schließlich werde ich etwas zur Überwachung, zur Inspektion, also zu Visitationen durch die Bundesopiumsstelle und Findings Ihnen nahebringen, werde Ihnen einige Dinge aufzeigen, die von der Behörde bei Inspektionen beobachtet wurden, und ich möchte Ihnen helfen, dass Sie diese Fehler, die dort beobachtet wurden, nicht machen. Sie werden einen Überblick über die Betäubungsmittelgesetzgebung in Deutschland haben, wenn Sie alle Module abgearbeitet haben, und Sie werden ein Bewusstsein bezüglich Ihrer Aufgaben und Pflichten im legalen Betäubungsmittelverkehr haben, und Sie werden, da bin ich sicher, ein tiefergehendes Wissen in einzelnen Teilbereichen haben, um Ihre Verantwortlichkeiten in Ihren entsprechenden Bereichen in Ihrem Unternehmen regulatorisch konform wahrnehmen zu können. Ich würde mich freuen, Sie bei diesem E-Learning in den 6 Modulen zu treffen und Ihnen dabei zu helfen zu können, dass Sie ein tiefergreifendes und tiefgehendes Verständnis für das Betäubungsmittelrecht und alle Anforderungen in Deutschland haben werden. Vielen Dank.